eine runde Sache, der Apfel. Heute sind wir am Obsthof am Steinberg und der Apfel stand im Zentrum. Sowohl was seine religiösen Dimensionen betrifft, als aber auch die Frage, wie bewirtschaftet man einen Obsthof wie diesen großen Hof hier am Steinberg? Den Betrieb gibt es seit 1965. Meine Eltern haben damals angefangen, die Obstbäume anzupflanzen. Ich bin dann hier aufgewachsen, auch in der Obstwiese, so wie die kleinen Kids hier auch. Ich hatte eine Schubkarre, ein Anorak und ein paar Gummischuhe als Ausrüstung. 1994 habe ich dann einen Einführungskurs gemacht in ökologischen Obstbau. Wir haben Betriebsgröße von 16 Hektar. Darauf stehen 8500 Obstbäume. In guten Jahren werfen unsere 135 Apfelsorten um die 100 Tonnen bis 120 Tonnen ab, die wir alle von Hand ernten, ob wir die jetzt pflücken oder sammeln. Wenn es gut kommt. 2018 und 2019 war es sehr trocken. Das war sehr anstrengend, weil wir haben so eine Hitze und Dürre noch nie erlebt. Weil wir haben nämlich 20 Jahre lang fast kein Wasser eingesetzt. Wir waren ein sehr wasserressourcensparender Betrieb. Da haben wir nie an die große Glocke gehängt. Da haben wir es dann richtig gemerkt. Das hängt damit zusammen, dass wir bei den Bäumen kein Wasser geben, weil die Bäume dann im Grunde sich selbst versorgen. Die gehen eher dann weg. Man hat herausgefunden, dass man permanent, wenn man permanent bewässert, die Wurzeln von so einem Baum immer in diesem Bewässerungskreis bleiben und da gar nicht so richtig raus wollen. Das ist ja ihre Komfortzone, kennen wir alle von uns selbst. Insgesamt 250 Obstsorten, die haben wir in der Zwischenzeit alle langsam aufgepflanzt. Fast 1000 Bäume pflanzen wir jetzt nach. Wir haben 750 schon nachgepflanzt letzten Herbst und werden jetzt wieder nachpflanzen im Herbst. Studierende von dem Campus Riedberg der Goethe-Universität waren hier und haben sich Gedanken gemacht, was spielt der Apfel denn für eine Rolle in der Religion und in der Religionsphilosophie. Aber sie haben auch ganz praktische Dinge gefragt, nämlich wie kann man Regionalisierung und die Frage der Belieferung von Mensen miteinander in Kontakt bringen. Aus Gott, der allein vor der Schöpfung existiert und nicht aus einer ewigen präexistenten Materie die Welt schafft, erstanden. Die Besonderheit des göttlichen Schöpfungsaktes betont der christliche Schöpfungsbericht der Genesis, indem er die Entstehung von Himmel auf Erde auf das Wort Gottes zurückführt. Jeder Schöpfungstag wird dort eingeleitet mit dem Satz Gott sprach. Als wir dann im letzten Semester das Thema Stadtentwicklung Frankfurt am Main, Wege in die Nachhaltigkeit hatten, lag uns am Herzen, dass wir irgendwie die Mensen des Campus nachhaltiger gestalten können. Mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass die auch dafür sind und dass es auch sehr viele Möglichkeiten gibt, die Mensen regional zu beliefern, denn wir haben gemerkt, dass da doch wirklich genügend Leute da sind, die das auch machen könnten. Der ganze Tisch voll ist und dann möchte man das Gefühl haben, man kann aus 100 Granatäpfeln den schönsten auswählen, aber wenn da nur noch zwei liegen, nimmt man die irgendwie nicht. Das ist eigentlich pflanzliche Lebensmittel. Ja, das Thema Äpfel ist in verschiedenen religiösen Traditionen sehr wichtig, also im Judentum, im Christentum, im Islam. Wir haben uns damit heute beschäftigt, darüber uns ausgetauscht, was das für eine spirituelle Bedeutung hat, aber auch was Religion und Nachhaltigkeit miteinander zu tun haben. Aus der Theologie kommt und nicht um. Oder später kommen, dass zumindest Unternehmen, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen herstellen, keine Kredite mehr kriegen werden, wenn sie nicht so ein Umweltzertifikat haben. Ist die Gemeinde dann eigentlich schon überzeugt und meint, wir werden Verantwortung übernehmen und dann kommen sie ins Spiel oder fangen sie schon früher an? Ist denn ausgedrückt, Wildnis. Aber ist, ja, dass die Wildnis... Oder so, man will doch Wildnis haben, man will doch nicht nur...
Wir haben uns beschäftigt mit den Fragen, was hat das mit Religion zu tun, dass wir uns mit Naturschutz beschäftigen. Wir haben Workshops zu religiösen Fragen, zu Rosh Hashanah und anderen Dingen gemacht, weil wir die Dinge auf den Punkt bringen wollen und weil wir einen Beitrag liefern wollen für die Frage von Naturschutz und dem Stopp von Klimaveränderung. Also Rosh ist auf Hebräisch Kopf und Shana ist Jahr, also Kopf des Jahres, Anfang des Jahres. So wie vieles bei uns. Na, wir haben Traditionen, wir haben Sachen, die man einfach macht und immer wieder macht. Aber warum machen wir das? Warum essen wir Apfel und nicht Birne? Den Apfel quer. Was seht ihr denn hier? Stern. Ein Stern. Wie viele Zacken hat dieser Stern? Fünf, genau. Also die fünf Bücher Moses, die in der Tora stehen. Und das sind jetzt Bilder vom interkulturellen Garten mit den Hochbeeten. Der Bibelgarten, den wir gebaut haben. Das heißt, wir haben Pflanzen, die in der Bibel vorkommen, rausgesucht und versucht auszusäen und auch eine Gurke geerntet und drei Kürbisse. Also es ist ein kleines Projekt, das aber noch wachsen soll. Einmal ist eine Behindertengruppe, Mensch mach mit. Ich gehöre mit zum zu der Kinderfarm Jimbala, die nebenan genauso ein großes Gelände nochmal hat. Und wir haben RDW, das ist eine Einrichtung, die sich um arbeitslose Jugendliche und Leute kümmert, dass versucht wird, wieder ins sogenannte normale Berufsleben zurückzukehren. In seiner Vision, also von Gott, zeigte er mir ein kleines Ding, so groß wie eine Haselnuss, das in meiner Handfläche lag. Ich betrachtete es und dachte, was kann das sein? Es besteht und wird immer bestehen, weil Gott es liebt. In diesem kleinen Ding sah ich drei Eigenschaften. Die erste ist, dass Gott es gemacht hat. Die zweite, dass Gott es liebt. Die dritte, dass Gott es fürsorgt. Uns das Leben ist zyklisch. Wir gehen dem Winter entgegen und wir wissen, dass der Frühling auch kommt. Und dann kommt die Sommerzeit. Es gibt immer einen Zyklus. Am Ende dieses ganzen Festreigens ist Simchat Torah. Da rollen wir auch die Torah zurück und wir fangen an, diese fünf Bücher Mose. Wir fangen wieder von vorne an bei Genesis und lesen durch das Jahr bis Deuteronomium. Jedes Jahr, Jahr für Jahr. Das ist auch ein Zyklus. Ein wichtiges, wichtiges Merkmal von Sukkot ist die Gastfreundschaft. Das heißt, wir öffnen unsere Türen und unsere Herzen. Und genau wie zu Pessach sollen alle, die Hunger haben, kommen und essen. Ich glaube, die Verbundenheit, die wir hier heute erfahren können, können alle Teilnehmerinnen motivieren, weiterzumachen und sich weiter zu engagieren.